Ich bin Annette Falland, ich arbeite bei Edeka Buschkühle in Bad Waldliesborn und bin hier als Erstverkäuferin an der Käsetheke tätig. Wir haben ca. 325 Käsesorten an der Käsetheke, die ein rotierendes Sortiment haben. Unsere außergewöhnlichen Käsesorten wären jetzt zum Beispiel ein Testum Barolo, ein Käse mit Barolo-Trester affiniert, oder ein Olivio, reift im Tonkrug, ebenfalls aus Italien, eine sehr schöne, cremige Sorte, schon sehr exklusiv. Unsere Kunden schätzen sehr unsere Frischkäse-Zubereitung, die wir hier haben. Wir wechseln im Sortiment, haben ca. 20 Sorten zur Auswahl. 12 Sorten haben wir durchgehend im Sortiment stehen, zum Wochenende auch 16 Sorten. Diese werden bei uns sehr gerne gekauft, vor allen Dingen der Lauchdattel. Wir haben einen sehr großen Kundenstamm, der also immer wieder einkauft und auch viele Leute, die mittlerweile so von außerhalb kommen, weil sie die Beratung bei uns an der Käsetheke sehr gerne mögen, weil einfach dieses Nette aus dem Team immer gut rüberkommt. Unsere regionalen Sorten sind vom Meister Ziegenhof, das ist von hier circa 20 Kilometer entfernt. Wir werden regelmäßig von denen beliefert. Die stellen einen Feta her, sowie Frischkäseproduktion und auch Herd- und Schnittkäse. Wir veranstalten regelmäßig Käseabende für unsere Kunden. An der Käsetheke selber liegen immer Käserezepte aus, wo die Kunden sich auch gerne von uns beraten lassen. Und einmal jährlich findet ein Schlemmerabend statt, wo im Markt alles präsentiert wird und von uns allen selber zubereitet wird, was von den Kunden natürlich auch sehr gerne angenommen wird. Wir gewinnen den Käsestar 2012, weil wir einfach ein tolles Team an unserer Theke haben, kompetent für unsere Kunden sind, eine sehr hohe Wertigkeit in unserer Theke haben und für jeden Kunden Geschmack eigentlich immer bereit sind, auch nochmal zu forschen, ob wir noch einen anderen Anbieter finden, ob wir für ihn alle Wünsche erfüllen können. Und für unser höchstes Gebot eigentlich ist es, unser Kunde soll zufrieden von unserer Käsetheke nach Hause gehen und ein positives Einkaufserlebnis gehabt haben.